Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play The Evil Within 2. Es könnte sein, dass es jetzt einen fetten Kampf gibt. Und wir deswegen vorher nochmal im Spiegel ein bisschen Spaß haben durften. Tja, ich hoffe mal, diese 10 Schuss Schrotflintenmunition und ein paar Pfeile für meine Armbrust reichen aus, weil das sieht doch hier aus. Wenn ich jetzt reingehe, trigger ich auf gar nicht irgendwas. Passt auf. Na? Wie? Das hier muss es auch einen fetten Bossfight geben. Also wenn ich schon diese Blutwanne hier sehe. Und da, umgeschmissene Kerzen, die nicht brennen. Das ist nur das schlimmste Zeichen. Da oben geht's weiter. Okay. Ich hoffe mal, ich trigger jetzt nichts, nur weil ich dieses Kraut hier nehme. Nee, und da ist auch noch eins. Aber interessanterweise keine Munition weiter. Schauen wir mal hier hoch. Oh, Leitern aus Metall, glaube ich. Die müssten stabiler sein als diese blöde Holzleiter. Ich frage mich, ob es diesen Ort hier auch eine Realität gibt oder halt nur in dieser komischen Stem-Umgebung. Aber wahrscheinlich nur in der komischen Stem-Umgebung. Ah, ist das wieder irgendein Rätsel, dass ich mir jetzt überlegen muss, welches Rad ich drehe, um hier aufzumachen? Sieht so aus. Ist doch geil, wie diese Statuen alle irgendwelches Blutzeugs in der Hand haben, irgendwelche Gedärme oder so. Ich will nur noch mal sicherheitshalber gucken, ob das Tor auch so aufgeht. Ich glaube nicht, aber werden wir gleich sehen. Verschlossen. Es muss einen Mechanismus zum Öffnen geben. Ja, ich habe keine Ahnung, wo der jetzt hingegriffen hat. Das hat auf jeden Fall nichts mit dem Tod zu tun gehabt. Jetzt überlege ich nochmal kurz. Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier dieses Symbol irgendwie richtig hinbekommen. Oder Blut muss irgendwo lang fließen. Damit es aufgeht. Wir schauen mal. Also ich habe jetzt noch keinen Anhaltspunkt, welche von den 4 Dingern wir da drehen müssen. Vielleicht müssen wir auch einfach nur alle 4 aufdrehen und dann geht's los. Kann auch sein. Schauen wir mal. Aber mit Sicherheit kommen jetzt Gegner und ich habe halt leider keine Pistolenmunition mehr. Die wäre eigentlich ganz gut, um von oben runter zu ballern. Aber vielleicht nehme ich ja dafür dann meine Armbrust. Ja, ich drehe einfach mal am ersten, was soll's. Ah, ich wusste es. Wir müssen also irgendwas... richtig drehen. Moment. Passt auf. Wir müssen einfach nur dieses Symbol da auf Garantie kopieren. Ach, und es dreht sich mit. Aha! Das macht es natürlich komplizierter. Also, das in der Mitte muss auf jeden Fall so aussehen. Und dann brauchen wir halt diese zwei komischen gekreuzten Dinger da. Muss noch mal kurz gucken. Die Frage ist, muss es so rum aussehen oder genau andersrum, also um 180 Grad gedreht? Ich glaube, es muss so rum aussehen. Ja, oh, ich glaube, das wird ein echt langes Rätsel. Weil man halt immer mehrere Sachen auf einmal dreht, das ist halt immer dieses Problem. Ah ne, ich glaube, das stimmt jetzt, ne? Okay. Ach, das kann man einzeln drehen oder was? Okay, also muss ich... Also über das Rad hier muss ich das linke einstellen. Das mittlere oben ist egal. Ist das das Richtige? Ja, ne? Weil die Rinnen, wie gesagt, da wird mit Sicherheit Blut durchfließen. Die Rinnen müssen ja dann zu den Außendingern zeigen. Das müsste eigentlich passen. Ja, ich würde sagen, das passt. Dann das mittlere... Ach nee, falsch. Das mittlere... das hintere Rad. Das ist falsch rum. Das müsste so rum passen.
Machst du das noch nicht? Ach nee, okay, nee, das passt nicht. Sah noch von hier oben so aus. Immer noch falsch. Ah, oh gut, das war doch zu einfach. Ich wusste doch, dass da Blut rauskommt. Ach, und jetzt stehen bestimmt Zombies auf. Oh. Stehen keine Zombies auf? Ich hätte gedacht, wenn hier Blut-Action ist, dann stehen da Zombies auf. Aber ja, es war super einfach. Also, ich kenne da solche komischen Drehspiele, wo dann halt verschiedene Räder mehrere auf einmal drehen. Aber das war so einfach. Generell, abgesehen von diesem komischen Problem, was ich da hatte in diesem Spielraum. In diesem Spielraum fand ich halt alle Rätsel viel zu einfach in dem Spiel bis jetzt. Und es wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Also, die haben den Schwierigkeitsgrad, was die Rätsel angeht, auf jeden Fall zu niedrig angesetzt. Ich meine, hallo, das ist ein Spiel ab 18. Das spielen keine 12-jährigen Kinder oder 8-Jährige, die keine Ahnung haben. Wie er sich immer noch ganz interessiert umguckt, immer. Sehr geil. Aber nachvollziehbar. Was ist denn hier los? Was ist das für ein merkwürdiger Kult? Jetzt haben wir auch Käfige, in denen es mal brennt. Und hier scheint auch Asche auf dem Boden zu liegen. Da ist keine Munition mehr. Sebastian Castellanos, endlich sind Sie da. Ich habe auf Sie gewartet. Wer zur Hölle sind Sie? Meine Anhänger nennen mich Pater Theodor. Ich hoffe, Sie werden mich auch so nennen, mein Freund. Noch so ein Irrer mit einem Gottkomplex. Einen von euch habe ich heute schon getötet. Natürlich haben sie das. So gehen sie mit jeder Herausforderung in ihrem Leben um. Mit brutaler Gewalt und Einschüchterung. Und sehen sie, wohin das geführt hat. In eine Hölle, die sie selbst erschaffen. Nehmen sie die Waffe runter. Benutzen Sie statt Ihrer Fäuste doch einmal Ihren Verstand. Wir haben dasselbe Ziel, Sebastian. Wir können einander helfen. Kommen Sie. Sie werden mit Ihrer Tochter wieder vereint. Und ich werde die Macht des Kerns besitzen. Ich weiß schon, wer Lily hat. Ja. Und Myra wird sie nicht so einfach hergeben. Was? Wo sind sie? Ich würde es ihnen ja sagen. Aber sie sind noch nicht bereit. Sie müssen sich meiner Gemeinde anschließen, bevor ich es ihnen verraten kann. Sagen sie mir, wo sie ist! Nehmen sie meine Einladung an. Ich kann sie von ihrer eigenen Finsternis fortführen. Ich kann sie zu Lily führen. Sorry. Aber ich folge niemandem. Nun, gut. Sie spüren so viel Schmerz. Die Vergangenheit verfolgt sie in jedem Augenblick. Ich habe es ihnen gezeigt. Sie müssen erkennen, dass ich helfen will. Kehren sie aus freien Stücken zurück. Dann können wir unsere gegebenen Rollen einnehmen. Nicht als Widersacher, sondern als Verbündete. Leben Sie fürs erste Wohl, Sebastian.
Warte! Sieh an, wer endlich wach ist. Wurde auch Zeit. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Du weißt, wie man eine Waffe benutzt, oder? Kümmere dich um die Seite. Schieß, bis sie alle tot sind oder uns die Munition ausgeht. Okay. Was zum Teufel geht hier vor? Wir können später reden. Konzentrier dich aufs Überleben. Wie kommen die hier rein? Hast du schon mal gemacht, oder? Viel zu viele Male. Schnapp dir ein paar Vorräte. Da kommen noch mehr. Okay. Aber wenn das hier vorbei ist, will ich Antworten haben. Wo sind wir denn hier aufgetaucht? Aufgewacht. Schaffst du es? Muss ich dir helfen? Die Hinterseite. Ich höre noch mehr von denen. Danke, du aber auch. Haben wir's jetzt? Mist, die sind überall. Die dürfen sich nicht zusammenrotten. Mir geht's echt nicht gut hier. Kopfschuss, verbraucht weniger Munition. Oh, fuck! Oh, wie viel hält denn die aus? Unfassbar. Hey, was zur Hölle ist das für ein Lärm? Scheiße! Vorsicht! Dinger. Egal, töte sie einfach. Oh, wie... Ich dachte, der wäre schon tot. Ich hab nur meine Bomben dabei. Geil, wir haben noch einen Schuss. Ich glaube, das sind die letzten. Los, wir müssen weiter. Hier lang. Ja, Moment, Moment. Die ganzen Sachen hier einsammeln. Bestimmt kommen wir hier nicht raus, oder? Wo sind wir denn hier? Unfassbar, dieses Spiel schon wieder. Die ist einen einfach total verwirrt, aber auf positive Art und Weise. Sehr, sehr geil. Gibt's gar nicht. Aber schön ist, wenn wir mit jemandem anderen zusammenkämpfen, auch wenn ich das Gefühl habe, dass ihr Maschinengewehr irgendwie so gut wie keinen Schaden gemacht hat. Aber okay.
Na endlich, haben wir wieder ein bisschen Munition. Wir haben sogar eine Spritze zu viel, das heißt, wir nehmen die. Sehr fein, sehr, sehr fein. Wie viel haben wir Pistole? 16, 6 für Schrotflinte. Jetzt fehlt eigentlich bloß noch ein bisschen Pfeile. Und hier ist noch mehr Munition, perfekt. Wird ja immer besser. Hat sie den hier erschossen oder ist das so einprogrammiert oder? Danke. Weiß nicht, ob ich das allein geschafft hätte. Ich bin Esmeralda Torres. Ich bin... Sebastian. Ich weiß. Woher? Sieht aus, als wär's das. Wir sollten verschwinden, bevor noch mehr auftauchen. Wie bin ich hierher gekommen? Und wer bist du? Keine Zeit für Fragen. Mein Unterschlupf ist in der Nähe. Wir können unterwegs reden. Na los. Moment. Nimm dir, was du brauchst. Ich warte hier. Das war's. Also, mehr ist hier drin nicht. Es sei denn, es ist in den anderen Räumen wieder was aufgetaucht, aber es sieht nicht so aus. Wir können also weiter. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Wir müssen leise sein. Es könnten noch mehr von denen hier sein. Sag mir wenigstens, woher du meinen Namen kennst. Kidman sagte, ich sollte nach dir Ausschau halten. Kidman? Sie wollte deine Unterstützung, sollte der Plan schief gehen. Und hier bist du, also... Moment, warte. Was für ein Plan? Lily hier rauszuholen. Und Mobius für immer auszuschalten. Warte kurz. Was ist? Ich dachte, hier liegt vielleicht noch was rum. Ah, doch, Kräuter. Geiles Gebiet, sieht gut aus. Endlich wieder, das ist so erfrischend einfach, so erwärmend, so positiv im Vergleich zu dieser komischen Hölle von diesem verrückten Pater da. Noch mehr Kraut. Macht natürlich Sinn hier in der Gegend, das Kraut. Wo ist sie denn jetzt? Ich bin ja leider nicht mit ihr mitgegangen. Hier brauchen wir 900 Waffenteile oder so, um unsere Pumpgun aufs Maximum zu boosten. Was ich schon gerne machen würde, weil man sieht ja, dass man die am häufigsten nimmt. Sieht so aus, als wenn man hier irgendwann mal durchkommen würde und jetzt eben noch nicht, weil wir zu blöd sind, unten durchzukriechen oder so. Achso, kommen wir irgendwie in den Wohnwagen rein? Nee, weil da ist ein Blatt davor. Na klar, logisch. Also wenn bei mir ein Blatt vor der Tür ist, dann muss ich auch meist einen Schlüsseldienst rufen. Komme ich einfach nicht rein. Unmöglich. Scheiße. Lass mich raten. Da geht's zu deinem Unterschlupf. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Ja, gibt's. Ich habe ihn schon gesehen. Warte hier. Mal. Euer Plan. Kidman hat nichts davon erzählt. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie vor den anderen nicht ganz so offen sein konnte. Hier drüben! Okay. Ich bin da! Einer muss ihn hochheben, während der andere durchkriecht. Okay, ich hebe. Na los! Oh, geht's? Lass mich Schieb helfen. Schieb deinen Arsch durch, bevor ich ihn fallen lasse! Okay, hab ihn. Danke. Okay, ich muss jetzt hier mal kurz pausieren. Ich denke, ihr könnt euch schon vorstellen, warum. Ich sitze kopfschüttelnd hier. Man steht vor einem Durchgang, der leicht versperrt wird mit ein paar Baumstämmen. Und was denkt man sich? Man kommt nicht auf die Idee, komm, wir krabbeln einfach so unten durch, da war nämlich genügend Platz. Oder komm, wir krabbeln zwischen diesen Baumstämmen durch, da war noch mehr Platz. Nee, komm, einer von uns muss diesen tonnenschweren Baumstamm hochheben und der andere krabbelt durch. Was war denn das wieder für ein Scheiß? Unfassbar. Die hätten doch einfach in der Zwischensequenz zeigen können, wie die da durchkrabbeln, ohne dass jemand diesen Baumstamm hochheben muss. Geil. Brauchst du eine Pause, alter Mann? Ja, ich brauche eine Pause, ich bin auch ein alter Mann. Zum Glück bin ich ein alter Mann.
Ja, bis morgen dann auf jeden Fall. Abo dalassen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Also momentan überschlagen sich die Ereignisse, was also wie, wieder mal im positiven Sinne, wie gesagt, das mit dem Baumstamm, klar, es regt mich da gerne mal auf, wenn sowas Unlogisches passiert, aber im Großen und Ganzen fantastisches Spiel. Dieser Wechsel schon wieder von diesem komischen Hölle-Kerker-Umgebung in diese wundervolle Umgebung und diese neue Person, die man noch nicht kennt, richtig geil. Also Abo dalassen, Glocke aktivieren, Daumen kommentieren. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Paxis. Tschüss.